Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute super leckere Waffeln. Und zwar mache ich dieses Waffelrezept jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren. Ich liebe Waffeln und dieses Rezept ist einfach wirklich das Beste. Ich habe schon richtig viele Waffelrezepte ausprobiert, aber wenn da natürlich nochmal meine Lieblingszutat und zwar Zimt drin haben, schmecken diese Waffeln einfach göttlich. Und ich zeige euch nun, wie wir sie machen. Wir benötigen 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Milch, da habe ich jetzt Sojamilch, 125 Gramm Butter oder Margarine, 100 Gramm Zucker, 2 Eier, 1/4 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und Zimt, so viel ihr mögt. Ich habe jetzt hier einen Teelöffel genommen, da ich das wirklich gerne mag. Als erstes kommt jetzt hier Vanillezucker, Zucker, Eier. Und die Butter in den Mixtopf. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir vermischen das Ganze 30 Sekunden auf Stufe 5. Mit dem Spatel können wir hier einmal noch mal alles vom Rand runterschieben. Und dann kommen auch schon die letzten Zutaten in den Mixtopf: Mehl, die Milch, Zimt. Und Backpulver. Dann wieder den Deckel aufsetzen und wir vermischen das Ganze eine Minute auf Stufe 4. Der Teig ist jetzt auch schon fertig und ich habe jetzt hier schon mein Waffeleisen aufgeheizt und da gebt ihr jetzt einfach den Teig rein und backt die Waffeln aus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr das Waffeleisen immer zwischendurch fettet und aus der Teigmenge bekommt ihr dann 10 fertige Waffeln. Und so schnell sind meine Waffeln auch schon fertig. Also ich habe ja 10 Stück rausbekommen. Wenn ihr jetzt mehr Besuch bekommt oder so, könnt ihr natürlich problemlos die Menge einfach verdoppeln. Das geht auch richtig gut. Oder man ja, hat dann welche auf Vorrat, kann sich diese natürlich auch einfrieren. Also wenn wir Waffeln machen, dann immer nur nach diesem Rezept und alle mögen sie auch. Und ja, ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Ihr könnt sie einfach mit Puderzucker essen oder noch, wie ich, mit heißen Kirschen. Das mag ich richtig gerne. Eis, Vanillesoße oder auch Sahne. Da könnt ihr ja wirklich richtig kreativ sein. Ja, die Mengenangaben schreibe ich euch nochmal auf den Blog elegant-kochen.de. Dann könnt ihr direkt loslegen. Den Link setze ich unten auch nochmal in die Infobox. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!